Livermore, Kalifornien. Ein 80.000 Einwohnerort. Nicht weit von San Francisco entfernt. Inmitten einer bekannten Weinbauregion gelegen. Ein beliebtes Ausflugsziel. Die Weine aus dem Livermore Valley kennt man auf der ganzen Welt. Neben einer Handvoll großer prägen vor allem Dutzende kleinere Weingüter die Gegend. Doch zuweilen trügt das Idyll. Der 6. Oktober 2002, kurz nach 3 Uhr morgens. Ein Autofahrer bemerkt auf seinem Heimweg ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor einer Bar. Kein Einzelfall in dieser abgelegenen Gegend, eher traurige Routine. Ständig wurden ausrangierte Autos abgefackelt. Jeder wusste, dass man seinen Wagen hier lieber nicht über Nacht stehen lässt. Nicht mal mit einer Panne, sonst war er am nächsten Tag hinüber. Der Fahrer schlägt Alarm und bald drückt ein Löschzug der Feuerwehr an. Nachdem die Flammen erstickt sind, ist klar, keine Personenschäden. Im Fahrzeug waren keine Insassen. Für eine vorsätzliche Brandstiftung finden sich keine Belege. Die Barfrau sagt aus, es sei ein ruhiger Abend und der Parkplatz verwaist gewesen, als sie die Bar geschlossen habe. Die Überprüfung der Kennzeichen führt zur Halterin. Linda Nanetti wohnt nur etwa 20 Minuten entfernt. Guten Abend, Madame. Hallo. Wir haben hier einen roten Mustang gefunden, ausgebrannt. Das Auto war nur auf Linda Nanetti zugelassen. Und ein Geschenk an ihre 17-jährige Enkelin Jenna, mit der sie in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Die Seniorin erzählt von einer Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Kurz nach 9 habe sich die Enkelin gemeldet. Es gehe ihr gut, doch sei sie von einer Frau attackiert worden. Im Wesentlichen sagte sie, dass sie mit einer anderen Frau aneinander geraten und mit Freunden unterwegs sei. Und dass alles in Ordnung wäre. Notfalls wäre sie über Handy erreichbar. Nur falls was ist. Diverse Rückrufversuche landen allesamt direkt auf der Mailbox. Die Großmutter war besorgt. Niemals wird Jenna ihren Wagen einfach so stehen lassen. Der war ihr ein und alles. Sie hat ihn geliebt. Jenna wird offiziell zur vermissten Person erklärt. Nicht nur die Polizei ist auf der Suche. Jim Nanetti, der Vater, hat ebenfalls eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Diese Nachricht hat ihn in Aufruhr versetzt. Dad, ruf mal zurück. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ein Schlag auf den Kopf mit einem Baseballschläger oder so. Hilf mir und ruf an. Sehr beunruhigend. Zunächst habe ich mich gefragt, wenn sie einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, wo steckt sie jetzt? Wann und von wo aus hat sie angerufen? Und falls sie mit ihrem potenziellen Mörder unterwegs sein sollte, wann und wo würde es geschehen? Vater Jim Nanetti ist Biker und Stammgast in der Mountain House Bar. Ab und zu lässt er sich von seiner Tochter dort abholen und nach Hause fahren. Jeder wusste, dass die Hells Angels dort verkehren. Aber dass auch Jennas Vater bekannt war. Vielleicht war das ja eine Spur. Aus den protokollierten Mobilfunkdaten geht hervor, dass die Anrufe der Vermissten aus dem näheren Umkreis der Bar abgesetzt wurden. Die Ermittler spekulieren, ob Jenna in eine Auseinandersetzung zweier rivalisierender Biker-Gangs hineingeraten sein könnte. Hier gab es nie Probleme. Und bei uns verkehren alle möglichen Bikerclubs. Nach wie vor. Jenna ist verheiratet, lebt aber bereits wieder getrennt von ihrem Mann. Michael Simons, 20 Jahre alt. Am betreffenden Abend will sie ihn besuchen. Stunden später findet man ihr brennendes Auto. Michael Simons hat eine kriminelle Vergangenheit. Autodiebstahl samt Verfolgungsjagd, dann Haft. So ist gut. So bleiben. Michael Simons kennt Jenna seit einigen Jahren. Ein Paar werden die beiden erst, als sie 16 ist. Ein halbes Jahr später heiraten sie. Jenna ist gerade 17 geworden. Die Großmutter, zugleich Jennas Vormund, ist alles andere als begeistert, gibt der Verbindung aber schließlich ihren Segen. Unglaublich.
Wir ziehen echt zusammen. Ich freue mich. Dann bist du immer bei mir. Gleich nach der Hochzeit zieht auch Michael Simons zu seiner Schwiegergroßmutter. Sie wirkten glücklich. Klar, die ersten Wochen. Scheinbar lief alles so wie vor der Hochzeit. Umarmung hier, Küsschen da. In einer Tour. Komm, lass gut sein. Was? Ab ins Bett. Okay. Doch Michael Simons ist nicht gemacht für ein geregeltes bürgerliches Dasein. Mikes Freunde sagen, er hat zwei große Schwächen. Mädchen und Alkohol. Und zwar bevorzugt 16-jährige Mädchen. Und Alk den anderen bezahlen. Ich will die Scheidung. Das wirst du bereuen. 6 Wochen nach dem schönsten Tag ihres Lebens sind Jennas Träume zerplatzt. Jenna war am Boden zerstört, hat Zeta und Mordio geschrien. Die Oma hat's gehört und kam zu ihr, ohne Ahnung, was los war. Drei Monate sind seither vergangen. Simons wird auf dem Revier vernommen. Inzwischen lebt er mit seiner neuen Freundin bei deren Mutter. Er sagt aus, Jennas Verschwinden stimme ihn ebenso besorgt wie alle anderen. Er habe keinen Anlass, ihr Böses zu wünschen. Seine neue Freundin, Katie Bellflower, sei schwanger. Für den betreffenden Abend, sagt Simons, habe er Jenna eingeladen, um sich mit ihr auszusprechen und zu versöhnen. Sie diskutieren eine Weile über Beziehungsangelegenheiten. Auf einmal sagt sie ohne Vorwarnung, sie müsse los. Vorher gibt er ihr noch $10 Spritgeld. Eine gute halbe Stunde später meldet sich Jenna angeblich nochmals telefonisch bei Simons. Sie sei tätlich angegriffen worden. Jetzt wolle sie sich hemmungslos betrinken. Simons sagt, er sei mit Katie Bellflower etwa 2 Stunden in einem nahegelegenen Park spazieren gewesen. Unter anderem sei es um Beziehungsdinge gegangen. Und er habe ihr noch einen Zehner gegeben. Katie Bellflower bestätigt Simons Aussage. Sie habe Jenna ankommen und wegfahren sehen. Danach sei sie mit ihm im Park gewesen. Soweit sie es beurteilen könne, sei Jenna im Frieden gegangen. Die Ehe sollte annulliert werden. Sobald das geschehen wäre, wollten sich die beiden verloben. Während Freunde und Angehörige noch befragt werden, beginnt eine groß angelegte Suchaktion im 2-Meilen-Umkreis der Bar. Wir suchen die gesamte Gegend rund um den Fundort des Autos ab. Sobald Verstärkung kommt, erweitern wir den Suchradius. Ich hoffe, wir finden was. Also los. 3 Suchtrupps hatten Spürhunde dabei. Abgerichtet auf den Duft der Kleidungsstücke, die wir von Jenna hatten. Die Suchaktion wird aus der Luft unterstützt und dauert bis in die Abendstunden. Die Hunde haben das gesamte Areal abgesucht. Kein Treffer. Da dachte ich, vielleicht hat sie sich zu Freunden oder Verwandten abgesetzt. Man hat Angst und sorgt sich, ob es ihr gut geht, wo sie steckt, was ihr zugestoßen sein könnte. Man kann nur hoffen und beten, dass sie lebt und irgendwo an einem sicheren Ort ist. In ihrer früheren Schule gilt die Vermisste als eine, die sich nichts gefallen lässt. Von niemandem. Eine Kämpferin, die keinem Streit aus dem Weg gegangen ist. Ganz gleich gegen wen oder worum es ging, sie war dabei. Dann hat's geknallt. Sie hatte ihren eigenen Stil. Klamotten, die Art, sich auszudrücken. Wir haben synchron getickt. Und sie brauchte einen Freund, sah jedenfalls so aus. Ich habe sie gern zum Lächeln gebracht. Ihr Lächeln, genial, hatte wohl nie jemand gesagt. Jenna entwickelt ein ausgeprägtes Faible für die Rocky Horror Picture Show und die Gothic-Szene. Sie will selbst auf die Bühne und ins Rampenlicht. Sie hatte eine tolle Stimme und wollte Sängerin oder Schauspielerin werden. Sie wollte ganz groß rauskommen. Im Showbusiness. Reich und berühmt werden. Ein Star sein. Ich will Ihnen ein paar Fragen zu Jenna Nannetti stellen. Kennen Sie die? Freunde haben keine Erklärung für Jennas Verschwinden. Ja, eine ganz liebe. Ich dachte, sie wäre abgehauen. Und wird irgendwann wieder auftauchen. Im Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, Jenna hatte Geldsorgen.
Freunden gegenüber hat sie sich über ihre Telefonrechnung aufgeregt. Mehr als $600. Deswegen gab es wohl auch Streit mit der Großmutter. Dass sie aus eigenem Antrieb verschwindet, klang erstmal plausibel. Vielleicht brauchte sie auch einfach mal Freiraum zum Durchatmen. Die dubiose Abmachung mit einem Bekannten, geschlossen wenige Monate zuvor, lässt Jennas Verschwinden in einem neuen Licht erscheinen. Sie wollten trampen und bis nach Großbritannien. Wer 7 Jahre als vermisst gilt, wird juristisch für tot erklärt. Danach wollten sie wohl eine neue Identität annehmen. Die Fahnder entdecken einen weiteren Ermittlungsansatz. Die Vermisste hat sich ehrenamtlich für von zu Hause ausgerissene Jugendliche engagiert. Sie hat ihnen was zu essen vorbeigebracht. Mehrmals. Passt auf euch auf. Danke. Da herrscht ein Schweigekodex. Von denen sagt keiner was. Bis auf Weiteres kann die Polizei nur hoffen, dass die vermisste Jugendliche wohlauf ist. Um Bewegung in die Ermittlungen zu bringen, setzen die Behörden eine Belohnung in Höhe von $5,000 für sachdienliche Hinweise aus. Vergeblich. Keine Hinweise, keine Anrufe. Ich bin x-mal nach Livermore gefahren, aber nie tauchte mal irgendjemand auf, der mir irgendwas hätte sagen können. 2 Wochen nach Jenna Nannettis Verschwinden, gut 60 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Ein Angler nimmt einen ungewohnten, strengen Geruch wahr. Verwesungsgeruch. Er stammt von einer Frauenleiche. Beschreibung und Kleidung stimmen mit der Vermisstenmeldung überein. Das Opfer wurde aus nächster Nähe erschossen und von mehreren Kugeln getroffen. Am Fundort der Leiche wird die Patronenhülse aus einer Schrotflinte geborgen. Die Detectives kommen zum Schluss, dass das Opfer nichts geahnt haben kann, bis aus der Waffe gefeuert wurde. Es gab keinen Beleg für irgendwelche Fesseln. Sie wurde nicht dorthin geschleift. Alles deutet darauf hin, dass sie sich freiwillig an den Tatort begeben hat. Niemand stellt sich so dicht vor den Lauf einer Schrotflinte. Daraus folgt die Annahme, dass sie der Person in ihrer Nähe vertraut haben muss. Die Fingerabdrücke schaffen Gewissheit. Bei der Toten handelt es sich um Jenna Nannetti. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand aus der Familie auf diese Art ermordet wird. Laut rechtsmedizinischem Befund stirbt Jenna Nannetti an ihren Schussverletzungen. Schüsse abgegeben aus weniger als 1 Meter Entfernung. Die Ermittler nehmen sich noch einmal den Noch-Ehemann des Opfers vor, Michael Simons. Immerhin war der am Abend ihres Verschwindens mit Jenna verabredet. Simons wächst bei einer Adoptivtante auf. Sein Vater verbüßt währenddessen eine langjährige Haftstrafe. Auch der Junior gerät mit dem Gesetz in Konflikt. Ganz runter! Los! Weiter! Willst du mich verarschen? Du machst Liegestützen, bis ich davon müde werde! Nach einer Verfolgungsjagd im gestohlenen Auto landet Simons für 1,5 Jahre in einem Bootcamp für schwer erziehbare Jugendliche. Anschließend schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Sie kannte ihn schon Jahre vorher. Dann war er weg, kehrte aber in ihr Leben zurück. Du willst mich ja gar nicht! So ein Scheiß! Du willst nur mein Geld! Bald liegt das Eheglück in Scherben. Ständig gibt es Streit. Freunde bekommen mit, dass eine dieser Auseinandersetzungen mit einer handfesten Drohung endet. Ich bring dich um! Ich habe ihr noch einen Zehner gegeben. Die Vernehmer fühlen Simons und seiner Freundin Katie Bellflower noch einmal auf den Zahn. In einem Punkt weicht Simons von seiner bisherigen Darstellung ab. Er behauptet nun, außer ihm und Katie sei am fraglichen Abend noch eine weitere Person dabei gewesen. Jeffrey Hamilton, ein Bekannter von Katie. Er sagte, Jeffrey Hamilton wäre den ganzen Tag lang mit ihnen unterwegs gewesen. Auch später dann, am Abend im Park. Katie Bellflower dagegen bleibt bei der ursprünglichen Version ihrer Aussage.
sah ganz so aus, als ob die beiden lügen und mich in die Irre führen wollten. Und wo es qualmt, ist bekanntlich auch Feuer. Jeffrey Hamilton jobbt in der örtlichen Eishalle. Der 20-Jährige gilt als Einzelgänger und pflegt ein ausgeprägtes Faible für Katie Bellflower. Katie und Jeff kennen sich seit ein paar Jahren. Sie gehen miteinander um wie großer Bruder und kleine Schwester. So in der Art. Jeff ist so ein Typ, der noch nie eine Freundin hatte. Er war in Katie verknallt und hätte alles für sie getan. Jeffrey Hamilton bestätigt die Version von Michael Simons. Er sei am Abend, an dem Jenna Nannetti verschwand, mit dem Pärchen im Park gewesen. Zehn Tage, nachdem ihre Leiche gefunden wurde, wird Jenna Nannetti zu Grabe getragen. Keiner der 200 Trauergäste hat eine Erklärung für die Tat. Jenna war nicht immer einfach, hatte aber keine Feinde. Auch die Ermittler tappen im Dunkeln. Der Anfangsverdacht gegen Michael Simons und sein Umfeld lässt sich nicht erhärten. Es gibt keinerlei Erkenntnisse. Fast ein halbes Jahr zieht so ins Land. Bis zum März des Jahres 2003. Es ist 3 Uhr morgens. Officer Tim Phillips patrouilliert durch sein Revier. Rund 10 Kilometer von der Stelle entfernt, an der das brennende Autowrack entdeckt wurde. Der Officer kommt an einen bei Einheimischen beliebten Aussichtspunkt. Man hat einen endlosen Blick in die Ferne. Vor allem nachts eine schöne Kulisse mit den ganzen Sternen. Ein ruhiger, zurückgezogener Ort, an dem man sich trifft, miteinander trinkt. Manche nehmen hier auch Drogen. Im Scheinwerferlicht erkennt Phillips ein neben der Straße abgestelltes Fahrzeug. So spät ist sonst kein Mensch mehr hier oben. Ich dachte, das schaue ich mir mal genauer an. Bitte, hör auf! Was tun Sie da? Wozu die Handschuhe? Wir dachten, vielleicht ist sie krank. Wir wollen uns nichts einfangen. Der junge Mann führt eine Art Strick mit sich. Er lässt den Strick langsam aus der Hand gleiten. Da sagt die ältere der zwei Frauen, hast du den aus der Arbeit? Und er, ja genau, nimmt den wieder an sich und steckt ihn ein. Officer Phillips nimmt die Personalien auf. Es handelt sich um Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton. Das junge Mädchen ist Amber Lewis, 16 Jahre alt, ebenfalls aus dieser Gegend. Sie sprach so leise, dass man es kaum verstehen konnte. Ich musste mich vorbeugen, um zu hören, was sie sagt. Ich habe mich gefragt, was sie um 3 Uhr morgens da draußen treibt. Um die Zeit gehören 16-Jährige nach Hause zu ihren Eltern. Phillips funkt die Zentrale an. Die möge die Eltern über den Verbleib ihrer Tochter informieren. Doch im Elternhaus ist niemand erreichbar. Ihr geht's schon besser. Wir bringen sie jetzt nach Hause. Eine Ordnungswidrigkeit liegt nicht vor. Der Officer weist Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton an, die 16-Jährige nach Hause zu bringen. Das ältere der beiden Mädchen sagte, sie würden sie direkt nach Hause fahren und dort absetzen. Daraufhin habe ich sie laufen lassen. Kaum sind die drei fort, kommt ein neuer Funkspruch rein. Die Zentrale. Ein Anruf von einem aufgelösten Vater, der seine Tochter vermisst. Er kann sie nirgends finden und tippt, dass sie abgehauen ist. Phillips macht auf dem Absatz kehrt. Er will die 16-Jährige nun doch lieber selbst nach Hause bringen. Ich wollte sie unbedingt finden. Und nach ein paar Kilometern hatte ich sie. Da kamen sie mir entgegen, in umgekehrter Fahrtrichtung. Da habe ich einen U-Turn gemacht und sie überholt. Katie Bellflower behauptet, man habe Amber ohne Zwischenfälle zu Hause abgesetzt. Ich würde ihr nie was antun. Sie bestand auf ihrer Unschuld. Sie hätten nichts Verbotenes getan, nur miteinander abgehangen. Und sie hat steif und fest behauptet, Ambers Eltern hätten Bescheid gewusst. Als ich sie damit konfrontiert habe, dass die Eltern keine Ahnung hatten, da hat sie nichts mehr gesagt. Amber Lewis hat ihre Sprache wiedergefunden. Mama, Mama, lass mich rein!
Dann hatte die Zentrale die Eltern am Apparat. Mama, lasst mich rein! Schaut euch meinen Hals an, was sie mir getan haben! Laut ihrer Tochter handelte es sich um versuchten 187. Im kalifornischen Strafgesetzbuch bedeutet der Paragraph 187 Mord. Jeffrey Hamilton und Katie Bellflower werden vorläufig festgenommen. Fast ein halbes Jahr ist seit dem ungeklärten Mord an Jenna Nannetti vergangen. Nun hätte es beinahe ein weiteres Opfer gegeben. Und wieder hängen Hamilton und Bellflower drin. Amber Lewis schildert ihren Eltern den Verlauf des Abends. Trink aus. Kein Problem. Erzähl, ich habe dich ewig nicht gesehen. Katie Bellflower habe sie systematisch abgefüllt. Dann sei Hamilton mit dem Strick gekommen. Sie hat gespürt, wie ihre Augen hervortreten, als ob sie explodieren würden. Und ist fast ohnmächtig geworden, als der Druck an der Kehle auf einmal wieder weg war. Tim Phillips kommt gerade noch rechtzeitig. Katie Bellflower sitzt in U-Haft und wird vernommen. Sie soll erklären, weshalb sie OP-Handschuhe anhatte. Ihr war übel. Die Handschuhe habe ich angezogen, falls sie sich übergibt oder so. Ich habe noch gefragt, ob alles okay ist. Und sie? Ja, Augenblick. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles okay ist. Und ihr beim Aufstehen helfen. Hatte Hamilton auch Handschuhe an? Ich glaube schon. Und warum hatte er Handschuhe an? Er kennt Amber nicht so gut und wusste nicht, ob sie vielleicht was Ansteckendes hat, Krankheiten oder so. Habt ihr versucht, sie zu töten? Nein, würde ich nie tun. Ich mag sie, total. Sie bedeutet mir viel. Katie Bellflower gibt zu Protokoll, Amber sei für sie wie eine Schwester. Man vertraue einander auch intime Dinge an. Hey. Du hast so schöne Haare. Sie hat ausgesagt, dass sie beide bisexuell seien. Im Vernehmungszimmer nebenan wird Jeffrey Hamilton verhört. Er räumt ein, Amber stranguliert zu haben, behauptet aber, das sei Katies Idee gewesen. Die sei nämlich stinksauer, seit sie im fünften Monat schwanger von ihrem Freund Michael Simon sitzen gelassen wurde. Wegen Amber. Katie hatte eine Idee, wie sie Mike zurückkriegen könnte. Dazu musste Amber von der Bildfläche verschwinden. Ich sollte Amber umbringen. Die kriegt meinen Mann nicht! Kapiert? Ich habe eine Idee. Als Katie damit ankam, habe ich sie angesehen und Nein gesagt. Einfach nur Nein. Ich will das nicht. Ich mache das nicht. Klares Nein. Aber sie hat einfach nicht locker gelassen. Wir müssen sie loswerden. Du hilfst mir doch. Amber Lewis wird in eine Falle gelockt. Heimlich soll sie sich nachts aus dem Haus schleichen. Dann soll es angeblich zu dritt auf die Piste gehen. Amber fällt auf die Überredungskünste ihrer Freundin herein. Sie dachte, man würde gemeinsam um die Häuser ziehen. Sie hatte keine Ahnung, was ihr bevorstand. Die drei steuern den Aussichtspunkt an. Katie Bellflower versucht, Amber mit Alkohol abzufüllen. Anschließend streifen die potenziellen Killer die Handschuhe über, um keine DNA-Spuren zu hinterlassen. Dann greift Hamilton zu einem Stück Eishockey-Tornetz, das er aus der Halle hat mitgehen lassen. Auf Katies Zeichen hin habe ich mich von hinten an Amber rangeschlichen, ihr das Seil um den Hals gelegt, zugezogen und sie runtergedrückt. Und habe immer fester zugezogen. Da hat sie geröchelt. Katie hat sie mit einer Hand an den Armen festgehalten. Mit der anderen Hand hat sie ihr den Mund zugehalten. Sie hat gefleht und geweint und gebettelt und sagte, bitte Katie, hör auf, du kannst ihn haben. Die Ankunft des patrouillierenden Officers rettet Amber. Im letzten Augenblick. Amber steht unter Schock. Alarm schlägt sie erst, als sie zu Hause und außer Reichweite ist. Sie hatte Angst um ihr Leben und hat befürchtet, wenn sie irgendetwas sagt, gefährdet sie obendrein auch noch meins. Aber warum? Was haben Sie sich davon versprochen? Sie ist für mich wie meine kleine Schwester und ich bin für sie wie ein großer Bruder.
Und ich weiß, dass sie mit Mike zusammen glücklich ist. Und sie dachte, so bekommt sie ihn zurück. Die Vernehmer erhöhen den Druck auf Katie Bellflower. Es gibt doch einen Grund, warum sie lügen. Ich hätte keinen Alkohol geben dürfen. Ist illegal. Nein, sie einfach umzubringen, das ist illegal. Reden wir doch nicht um den heißen Brei herum, okay? Katie Bellflower räumt ein, ja, Amber habe ihr den Freund ausgespannt. Ich liebe ihn immer noch. Ich will ihn wiederhaben. Jeff konnte es nicht mehr hören, aber weil er wie ein großer Bruder war, hat er trotzdem mitgemacht. Er sollte sie mit dem Strick erwürgen und den Strick danach an irgendwas festmachen, so dass es irgendwie nach Selbstmord aussieht. Die Behörden forschen Katie Bellflowers Vergangenheit aus. Schöne Haare. Danke, trage ich sonst kürzer. Sie hat sich einen gewissen Ruf erworben. Einerseits jagt sie den Männern hinterher. Andererseits gilt sie selbst als krankhaft eifersüchtig. Was bildest du dir ein? Nichts. Pfoten weg von ihm, verstanden? Sie hat stets darauf geachtet, was andere haben. Und das wollte sie dann unbedingt für sich. Wenn sie es dann schließlich hatte, war es ihr oft wieder gleichgültig. Reine Selbstbestätigung. Auf diese Art kompensiert sie ihre Minderwertigkeitskomplexe und das Gefühl eigener Unzulänglichkeit. Wenn ich gut genug bin, einer anderen den Kerl auszuspannen, bin ich auch genauso wertvoll. Dann fühlt sie sich ebenbürtig. Im weiteren Verlauf der Verhöre erwähnen Hamilton und Bellflower übereinstimmend ein weiteres Mordkomplott. Das Opfer, Jenna Nannetti. Der hatte Katie Bellflower, den Ehemann, ausgespannt. Doch Jenna Nannetti war entschlossen zu kämpfen. Um ihre Ehe und um ihren Mann. Katie wollte diese Jenna Nannetti umbringen. Auch Michael Simons, der Mann im Zentrum des Eifersuchtsdramas, käme Jennas Tod nicht ungelegen. Sie hat eine fette Lebensversicherung. Mike wollte es auch. Er wollte sie auch töten. Er hat mir erzählt, dass sie ihm das Leben zur Hölle gemacht hat. Der erste Impuls ging wohl wirklich von Simons aus. Er war die Triebfeder. Er ist in vieler Hinsicht ein klassischer Psychopath. Er ist charmant, kann die Leute einwickeln. Regeln interessieren ihn nicht. Er bricht sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Da treffen sich Menschen, deren Persönlichkeitsstörungen sich auf fatale Weise perfekt ergänzen. Statt einander hochzuziehen, ziehen sie sich in den Abgrund. Das Resultat? Schlimmer als alles, was jeder für sich alleine je angestellt hätte. Wenn du mitmachst, kannst du bei uns einziehen. Aha, ich denk drüber nach. Okay, ist ein Haufen Geld. Die Synergieeffekte öffnen die Tür zu einem Ausmaß an Schrecken, die ansonsten niemals geöffnet worden wäre. Michael Simons bittet seine Noch-Ehefrau um ein Treffen. Er gibt vor, die anstehende Scheidung besprechen zu wollen. Jenna Nannetti will ihre Ehe retten und willigt ein. Er sagte, oh, Jenna kommt. Heute Nacht legen wir sie um. Sie ist schon auf dem Weg hierher. Michael empfängt sie an der Tür, umarmt und küsst sie. In dem Moment denkt sie wohl, da geht was. Vielleicht ist ihre Liebe tatsächlich noch zu retten. Von hinten taucht Katie Bellflower auf, bewaffnet mit einem Baseballschläger. Oh mein Gott! Mitten im Schwung beim Ausholen habe ich abgebrochen. Ich wollte noch mal einen neuen Anlauf nehmen, mit mehr Wucht. Deshalb habe ich sie nicht gleich ausgenockt. Erstmal war es nur eine Platzwunde. Ich habe gefragt, ob es halbwegs geht. Sie sagte, ja, passt schon. Hat Mike nur ständig angefleht. Bring mich ins Krankenhaus. Sie wollte sich wohl verbinden lassen. Das Opfer hat Schmerzen, aber lebt. Der ursprüngliche Mordplan weicht Improvisation. Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton ziehen sich zurück. Michael Simons mimt den Ahnungslosen, Erschrockenen, Überraschten. Sie will ärztliche Hilfe. Er sagt nur, nein, 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 nein. Wir rächen uns an Katie, verprügeln sie. Ich halte sie fest und du machst mit ihr, was du willst. Ich habe gewusst, dass sie töten. Statt seine Frau ins Krankenhaus zu bringen,
fährt Simons mit ihr nach Whiskey Slough, in einer abgelegenen Moorlandschaft, etwa eine Fahrtstunde entfernt. Angeblich werde man Katie Bellflower dort finden. Unterwegs muss er nachtanken. Kein Tankstopp wie jeder andere. Er hat nachgetankt, damit er ins Sumpfgebiet und wieder zurückfahren kann. Und danach genug Sprit im Tank hat, um den Wagen abzufackeln. Obendrein gewinnt Simons beim Tanken Zeit. Je länger er braucht, desto eher schaffen es die beiden anderen vor ihm bis zum Tatort. Jenna ruft Großmutter und Vater an und spricht beiden jeweils kurz auf den Anrufbeantworter. Ein Schlag auf den Kopf mit einem Baseballschläger oder so. Hilf mir und ruf an. Kurz darauf erreicht das Paar die Moorlandschaft. Jenna Nannetti ahnt nichts von dem erneuten Hinterhalt. Eine Minute, okay? Ich schau noch schnell, ob sie da ist. Bellflower und Hamilton warten an einer vorab verabredeten Stelle. Außer Sichtweite, bewaffnet mit einer gestohlenen Schrotflinte. Dann ging er wieder runter. Gehört habe ich den Schuss, gesehen nicht. Katie war ganz überrascht. Sie hat sogar gesagt, ich fasse es nicht, er hat's echt getan. Sie war echt platt, dass er es durchgezogen hat. Ich konnte sehen, wie sie versucht hat, irgendwie auf den Beinen wegzukrabbeln. Und sie hat geschrien. Bitte, Mike, nicht! Michael, Schatz, bitte nicht, ich liebe dich! Sie hat ihn angefleht. Ich habe gehört, wie sie um ihr Leben gebettelt hat. Mike, bitte nicht, ich liebe dich immer noch. Er sagte, wenn ich dich laufen lasse, zeigst du mich an. Sie hat gesagt, sie tut's nicht, aber er hat sie nicht geglaubt. Oh mein Gott, Schatz, nein, bitte! Bitte nicht, ich liebe dich! Michael, ich liebe dich! Dann hat er abgedrückt, mehrmals. Nach dem zweiten Schuss habe ich einen Schrei gehört. Nach dem dritten Schuss habe ich nichts mehr gehört. Für Individuen wie Michael Simons wurde der Begriff Kriegermentalität geprägt. Die Macht, die Autorität, diese Omnipotenz, das sind so die Empfindungen, die damit einhergehen, wenn man einem anderen das Leben nimmt. Trotz ihrer Verletzungen lebt Jenna noch. Sie atmet. Simons geht nochmal hoch zum Auto und holt neue Munition. Hast du? Hast du es getan? Sie ist noch nicht tot! Komm mal. Er rannte wieder runter. Man hörte einen weiteren Schuss. Dann gab er uns das Zeichen, dass wir nachkommen können. Vor den Augen seiner Komplizen schießt Simons noch mehrmals auf seine wehrlose Frau. Der letzte Schuss hat sie genau über der linken Brust getroffen. Aus welcher Entfernung? Aufgesetzt. Aus kürzester Distanz. Hautnah. Sie riechen Schwefel und Pulver, spüren die Druckwelle und sehen den Blitz in der Dunkelheit. Michael, Michael, Schatz! Bitte nicht! Ein kalter, vorsätzlicher Mord. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Bellflower und Hamilton Simons Mordpläne eher als Gerede abgetan. Nun erst dämmert ihnen, er hat es ernst gemeint. Sie halten das erstmal von sich fern. Damit haben sie nichts zu tun. Und auf einmal entwickeln die Dinge eine Eigendynamik. Keiner will als Erster aussteigen und vor den anderen das Gesicht verlieren. Hamilton überprüft Jennas Puls. Jenna Nannetti röchelt noch. Ich musste ein bisschen kichern, weil war schon irgendwie komisch. Weil ich dachte, sie wäre schon tot. Hamilton ist ein Mitläufer.
Er will Katie imponieren. Und er tut, was er glaubt, für sie tun zu müssen. Stellt sich die Frage, ob er insgeheim nicht doch mehr von ihr will. Das Mördertrio nimmt seinem Opfer die Autoschlüssel ab und schleift es in Richtung Gebüsch, nicht ohne zugleich über das Körpergewicht zu spotten. Das zeigt, wie abgestumpft sie sind. Das Leid eines anderen Menschen berührt sie in keiner Weise. Es ist ihnen völlig egal. Verstörend, welches Ausmaß an Verrohtheit sich in diesen jungen Leuten offenbart. Katie Bellflower und Michael Simons verlassen den Tatort im Auto des Opfers. Hamilton fährt hinterher. Als nächstes wollen sie alle Spuren der Tat beseitigen und steuern eine Bar an. Beim Aussteigen wischt Katie Bellflower extra noch die Türgriffe ab. Mit einer Fackel setzt Simons das Auto seiner erschossenen Ehefrau in Brand. Wir mussten die Blutspuren ja irgendwie loswerden. Nach der Attacke mit der Baseballkeule hatte sie eine offene Wunde. Und wir wussten nicht, wie stark die geblutet hatte. Baseballschläger, Schrotflinte und überschüssige Munition entsorgt Simons unterwegs, aus dem fahrenden Auto. Eine Woche später gerät das Killerpaar in Panik. Was, wenn die Polizei die Tatwaffe findet? Sie machen sich auf die Suche, finden die Flinte wieder und entsorgen sie ein zweites Mal, diesmal in einen Fluss. Michael Simons träumt von einem Leben in Reichtum und Luxus. Er hat es auf die Lebensversicherung abgesehen, die Jennas Großmutter für ihre Enkelin abgeschlossen hat. Die Lebensversicherung diente nur als Kreditsicherheit. Man zahlt eine gewisse Summe ein, um sich eine größere zu leihen. So wollte sie Jennas Ausbildung finanzieren. Simons glaubt, die Police sei mehr als $100,000 wert. Sie hat eine fette Lebensversicherung. Und begeht einen weiteren Denkfehler. Auszahlungsberechtigt ist Jennas Großmutter. Auf Grundlage der Geständnisse von Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton wird Haftbefehl gegen Michael Simons erlassen. Der jobbt bei einem Gebrauchtwagenhändler. Sind Sie Michael Simons? Ich habe ihn verhaftet und gesagt, dass wir aufs Revier fahren, um uns über Jenna zu unterhalten. Da hat er mit gesenktem Kopf geseufzt, wirkte ganz so, als wäre er erschrocken. Simons schiebt alle Schuld auf seine Komplizen. Die wollten ihm da wohl etwas anhängen. Sie wussten von der Lebensversicherung, korrekt? Nein. Sie waren mit ihr verheiratet. Von der Lebensversicherung weiß ich nichts. Er täuscht und manipuliert. Gesetze gehen ihn nichts an. Die gelten nur für andere. Simons räumt ein, am Tatort gewesen zu sein. Geschossen habe aber Jeffrey Hamilton. Auf Veranlassung von Katie Bellflower. Jeff war schon immer in Katie verknallt. Er ist durchgedreht. Und Sie wollten Ihre Frau nicht retten? Einerseits schon, aber irgendwas in mir hat Nein gesagt. Sie haben das Leben eines anderen bewusst nicht gerettet. Das Leben Ihrer eigenen Frau, Jenna. Das wollten Sie nicht retten? Schon, aber auch nicht. Simons gesteht, Jennas Auto in Brand gesetzt zu haben. Die tödlichen Schüsse bestreitet er standhaft. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich den Wagen abgefackelt habe. Aber ich habe nicht geschossen. Ich kann niemanden erschießen. Und ich habe Angst vorm Knast. Sie werden des vorsätzlichen Mordes beschuldigt. Sie haben zu ihr gesagt, fleh mich an, dann lasse ich dich vielleicht leben. Diese Worte werden Sie den Rest Ihres Lebens verfolgen. Simons erklärt sich bereit, die Beamten an die Stelle zu führen, von der aus er die Tatwaffe im Fluss versenkt hat. Wir sind mit ihm los und er hat uns genau gezeigt, wo er die Waffe weggeworfen hat. Zwischen den Felsen lag eine Flinte vom Typ Remington 870. Die am Tatort aufgefundene Patronenhülse stammt von exakt dieser Repetierflinte.
Katie Bellflower realisiert nur langsam, welch hohen Preis auch sie für ihre Liebe zu Michael Simons zahlen wird. Ich habe geglaubt, dass ich ihn liebe und habe das alles aus freien Stücken getan. Erst in der U-Haft ist mir klar geworden, dass ich ihm hörig war. Jeffrey Hamilton begreift Ausmaß und Schwere seiner Tatbeteiligung noch immer und bis zuletzt nicht. Ich muss morgen arbeiten. Ist das okay, wenn ich arbeiten gehe? Michael Simons, Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton werden wegen vorsätzlichen heimtückischen Mordes sowie des versuchten Mordes angeklagt. Damit droht ihnen nach kalifornischem Recht die Todesstrafe. Wer in einen Hinterhalt gelockt wird, hat keine Chance, sich zu verteidigen. In diesem Fall handelt es sich in zweierlei Hinsicht um besondere Heimtücke. Katie Bellflower und Jeffrey Hamilton warten im Dunkeln, im Verborgenen. Die besondere Tücke? Sie locken das Opfer aus einer sicheren Position in die tödliche Falle. Dieses Auflauern war Michael Simons Idee. Zwei der Täter kehren im Gefolge der Ermittler noch einmal an den Tatort zurück. Ich bin Jeff Hamilton. Sie haben gesagt, wenn Sie sie umbringen, kriegt er $100,000, weil er mit ihr verheiratet ist. Und dann könnten Sie sich ein Haus kaufen. Angehörige haben zum Gedenken ein Kreuz aufgestellt. Der sechste Schuss traf direkt in ihr Herz. Aus nächster Nähe. Jeffrey Hamilton bekennt sich des nicht vorsätzlichen Mordes schuldig und wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Eine Begnadigung ist frühestens nach 15 Jahren möglich. Für den Versuch, Amber Lewis zu erdrosseln, bekommt er weitere 7 Jahre Gefängnis. Wir nennen seine Art von Störung Co-Abhängigkeit. Er verliert sich völlig in der Beziehung zu Katie. Er lebt und handelt nur noch dafür, sie zufriedenzustellen. Darin geht er auf. Während sie in U-Haft auf ihren Prozess wartet, bringt Katie Bellflower eine Tochter zur Welt. Das Kind wird zur Adoption freigegeben. Sie bekennt sich schuldig und wird zu lebenslänglich verurteilt. Nach 25 Jahren kann sie einen Antrag auf Begnadigung stellen. Die Anklage wegen versuchten Mordes an Amber Lewis wird fallen gelassen. Hätte Katie weitergemordet? Wer nur den Hammer kennt, sieht die Welt voller Nägel. Ich glaube, sie hätte. Michael Simons plädiert auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für den Hauptschuldigen. Aus 3 Gründen. Erstens, Simons glaubte nicht, dass Jenna in eine Scheidung einwilligen werde. Zweitens habe er die vermeintliche Prämie aus der Lebensversicherung kassieren wollen. Und drittens habe Simons beide Frauen unter seiner emotionalen Kontrolle gehabt. Katie Bellflower genauso wie Jenna Nanetti. Er hat sie unter falschen Vorwänden zu sich gelockt. Der klassische Köder. Heimtückisch. Dieser Hinterhalt war seine linke Idee. Er hat sie bezirzt bis in den Tod. Michael Simons wird des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne die Möglichkeit einer späteren Begnadigung. Er nimmt das Urteil ohne äußerliche Regung auf. Lebenslange Haft heißt in Kalifornien, man stirbt im Knast. Das war's. Vorbei. Er lebt noch. Ich hoffe, er muss jeden Tag darum flehen, so wie Sie. Und das alles für nichts. Hamilton bekam kein eigenes Zimmer, Simons kein Geld von der Versicherung, Katie Bellflower nicht den Mann ihrer Träume. Michael hat das Böse in Katie entfesselt. Hätte sie seinen Weg nicht gekreuzt und er diesen Geist nicht aus der Flasche gelassen, wäre das alles nicht passiert. Die zwei waren die Livermore-Mörder-Version von Bonnie und Clyde. Sie hatten einen Draht zueinander. Was sie Jenna angetan haben, darauf kommen andere in 1 Million Jahren nicht, nicht mal im Ansatz. Und sie ziehen das locker so durch.
Das Fatale an ihrer gegenseitigen Anziehung ist auf seiner Seite, dass er eine Frau will, die alles für ihn zu tun bereit ist, bis hin zum Mord. Für sie besteht die Faszination darin, den Mann einer anderen für sich zu erobern. Dafür ist sie bereit, alles zu tun. Er führt sie an den Abgrund der Gewalt. Erst reden sie nur darüber. Dann bekommt es diese fatale Eigendynamik. Wer zieht zuerst zurück? Niemand.